So Leute, sind wir wieder bei einer weiteren Runde Dodo Wars. Spannender Dodo Wars. Und ich habe eben Alex und, also ich habe Zahlen gesehen. Und die sind hier ganz, ganz nah an unserer Base. Aber es wäre trotzdem super unlucky, wenn sie jetzt... Achso, ich gebe dir das Metall. Nicht lang schnacken. Pack's in den Ofen. Kopf in den Nacken. So, 4 Metall. So, ich hab gebratenes Fleisch für dich. Ja, wie wär's, wenn du das Feuer löscht, Alter? Ja, gut, den Ofen brauchen wir gerade noch. Ja, aber der ist ja auch nicht da, wo keine Mauer ist. Ja. So, ich nehme mal Granaten mit. Und blauen Bogen. Jetzt alles hier auf. Pfeile sind da, Narkodinger sind auch in einem. Aber mach dir keine Chitin-Rüstung gerade, weil sonst reicht's nicht für den Megalosattel. Okay, ja, der ist wichtiger. Oh, lol. Da. Ich höre wen. Nee, das sind. Oh, ich höre was? Ja, das sind Dino. Megalosattel in the making. Nice. Sehr nice. Dann mache ich jetzt hier Mörser und Stößel. Okay. Mörser ist schon da. Achso, nice. Gut. Dann lege ich da mal hier Gammelfleisch haben wir. Also wir müssen jetzt wieder Fleisch aufteilen. Wo ist denn der? Da drin, in der Werkbank. So. Wo? Uri? Ja, oh. Der ist da drin. Gib doch Megalo in der Suche oben ein. Alter, Mörser und Stößel, Mori. Achso, ja, hier, direkt daneben, hier. Alter, okay. Ja, ist halt eine kleine Base noch. So, dann sattel ich den, besattel ich den direkt. Jo. Okay, also wenn sie kommen, Mori. Schritt? Ja. Steigen wir auf die Megalos und fighten die. Und wir versuchen, ich würde mal probieren, ob man die runtergrabben kann. Mit Rechtsklick. Auf Rechtsklick ist der Biss. Verbraucht aber viel Ausdauer. Okay. Linksklick ist normale Attacke. Ansonsten alles bei meinen. Ich glaube, Leertaste oder C haben sie so einen Schrei, ähnlich wie bei die T-Rexe. So ein Brüll. Brüllen. Und ja, okay. Also, Was ist der Plan jetzt? Wir zähmen. Also wir bauen nicht die Base weiter auf, sondern wir gehen jetzt. Wir zähmen Dinos. Dinos, Dinos, Dinos. Fangen wir mit dem Stieg oder vorne an? Es sind noch Narko-Pfeile in der Dings, ne? In der Werkbank, glaube ich. 7 Stück habe ich rausgenommen. Ich stelle nochmal 11 her. Ja. Ah, ne, die kann ich nicht. 29 habe ich. Oh. Oh. LOL. Von der Ameise. Das war doch schon das gut. Ist, nein, das ist der, den du mal stehen gelassen hast, als nein, die gerade unsere der ist Rexy doch schon mal gekillt gestorben haben. Und hat uns doch schon mal gewarnt. Nee, das war was anderes. Das ist der, den du mal im Wald verloren hattest, als ja, du panisch halt. Ich weiß, aber ich meine doch, dass der schon mal wann anders. So, warte mal. Also, hier ist ein Stego, der ist, glaube ich, Level 18. Wollen wir by the way einfach nur, um einen zu haben? Nee, wenn wir jetzt schon investieren, Ressourcen, würde ich gleich was Höheres nehmen wollen. Wobei der 18er ist halt ein. Warte mal, was ist denn mit dem? Der ist Level 60, der Triceratops, dann würde ich den eher nehmen. Okay, einfach jetzt feuern oder nein, auf nein, die nein. Dinger setzen? Ich gucke jetzt erstmal nach bei Dodo-Dex, wie viel wir brauchen. Okay. Weil ich habe jetzt keinen Bock, dass wir irgendwie 19 brauchen und wir haben 18 Pfeile. Ja. Dodo-Dex. Ja. Ich könnte noch ein paar Dinger machen, glaube ich. Ceratops. 60. Microphone activated. 8 Multiplier. Calculate. Wir brauchen 13 Schüsse in den Kopf. Okay, wenn ich das hier jetzt richtig lese, sind es 13 Schüsse. Okay, warte, ich stelle trotzdem noch mal ein paar Pfeile her, damit wir im einen Atemzug mehr machen können. So, und wie viel Narkotics braucht man? Null Narkotics. Okay. Ja, wir haben auch keine Major mehr. Bären. Ja, okay, dann verwenden wir jetzt einfach alle Narkotics für Pfeile. Weil wenn mal 8 dazu führt... Hab ich. Okay, ja. Ich hab, wie viele Pfeile hast du? Ich hab 18. 44, soll ich den ein paar droppen?
Ja. Am besten so 10 oder so. Der hier, der war gerade ein Stack da. Okay. Also wir machen die auf Passive, wir kiten den einfach hin und her. Aber ich glaube, er ist da eh gerade stuck. Ja. Okay. Ist ein bisschen risky, weil Zahlen aufsteigen werden, aber ich denke mir... Ja, drauf. Und go. Okay, anscheinend dachte, nicht auf den Kopf. Ja, wollte ich gerade sagen. Ach ja, der hat ja seine Laufattacke. Schön. Immer dodgen. Ja, du schießt. Ja, du läufst. Sag, wenn er nicht mehr hinter mir herläuft. Er läuft jetzt auf mich, jetzt musst du. Ab. Er läuft immer noch auf dich. Er läuft weg. Nice. Er ist down. Major Bären? Hab ich nicht. Hab ich. Okay. So, jetzt hier direkt der Stego. Okay. Gleiches oder, Thema. Warte, ich würde kurz rausgucken, ob hier vor der Tür vielleicht nicht doch was ist, was direkt stärker ist. Aber ich sehe nichts. Warte mal, hier ist ein Eberhard, glaube ich. Oder nehme ich überhaupt auf? Ja. Wollte nee, das ist eine. Nee, der nicht. Okay, dann nehmen wir den Stego drin. Ja, erstmal Hauptsache Dinos haben. Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, soll ich drauf? Ja, kannst. Toll. Läuft. Ja. Er ist stuck. Nicht zu nah ran, dann schlägt er einen Triceratops. Ich hab gedacht, der wäre runtergefallen. Nein, der hat darüber. Alter, wie der dich wegpeitscht. Hast du ihn gerade gemisst? Ja. Wie groß ist das Vieh? Ich wollte auf den Kopf zielen, da hat er sich bewegt und dann, genau. Hey, hast du noch Metro-Bären? Nee. Ich geh mal zu den Büschen und hol mal welche. Boah, ich hoffe, der Triceratops hat den Schaden nicht bekommen. Das sah so aus, als ob nur du was abbekommen hast. Nee, er hat nichts abbekommen. Oh, nice, der wird Level 90. Okay, ja, jetzt heißt es einfach nur Bärenfarm. What? Was ist das? Oh, dieser Kacke-Werfer hat mich angegriffen. Ja, renn einfach weg, renn weg. Ja, mach ich mal. Ich laufe auch außen rum. Ja. Oh, wobei, nein, ich habe eine gute Idee. Oh, lauf runter zum Strand. Ist vergiftet. Ja. Wenn du sterbst, ist nicht so schlimm. Stirbst. Oh, jei. Oh, ich werde. Du wirst wahrscheinlich sterben. Gerade so nicht sterben, nein. Nee? Er hat mich zum Strand runtergeschmissen. Okay. Bin mal wieder Freiflugschein. Diesmal nicht auf Drogen, sondern diesmal. Hier waren doch so viele Stegos und so. Ich hab dafür ein paar Major Berries. Sehr schön. Narkobären sind halt auch wichtig. Unterwegs. Ja, aber der Triceratops ist schon mal richtig gut. Wie viel Leder haben wir noch? Gar nichts mehr. Okay, Wir müssen Leder farmen. Genau, weil Triceratops-Sattel ist easy zu machen, braucht aber 140 Leder. Ja. Wir brauchen sowieso für alles auch Stegos? Nee, shit. Stegosattel auf jeden Fall. Wir haben den blauen nicht mitgenommen damals, oder? Nee. Damals hatten wir ja noch nicht die Probleme wie jetzt. Der 1000 Leben. Der 1000. Okay, dann Narkobären liefere ich mal ab, dass wir direkt Narkotics herstellen. Sind denn allen Bären jetzt drin? Sonst, ich komme gerade mit Bären wieder. Ja, die sind fein, alles gut. So, übrigens, der Kay, der immer ja Videos über Dodo Wars macht. Ach so, das Spieleproblem. Was meinst du? Ja, gut. Ich verstehe nicht, warum alle wirklich unter jedem Video von mir spammen. Super wichtig, bitte les. Ihr müsst zum Strand gehen und ganz viel Fische töten. Alter, das haben wir doch vor 2 Wochen gemacht. So, aber ja, wir haben doch dann jetzt ist doch alles anders. Wir haben doch jetzt gar nicht die Mittel, gerade in Stego zu Spino zu zähmen und gegen die Bären. Ja. Ich glaube, Spino-Zug ist abgefahren, weil... Ja, für uns schon. Erstmal. Ja, für eigentlich für alle. Ja, weil keiner ist bereit. Also höchstens... Kalle und höchstens Alex und Johnny können sich leisten, jetzt sowas zu machen.
Aber die sind jetzt lieber damit beschäftigt, halt ihren Vorteil weiter auszuspielen, den sie gerade haben. Dann wenn, dann müssen wir einen Full-Dino-Clear machen und dann ist es aber auch so, dass plötzlich vor deiner Base ein Alpha-T-Rex stehen könnte, theoretisch. Ja. Hier ist ein 22er-Trike. Der nächste Schritt jetzt? Weiter Narkopfeile machen. Wir brauchen ja anscheinend keine Narcotics für Stegos und Trikes. Und die weiter zähmen. Hier ist noch ein 22er, den hole ich direkt. Kommst du her? Einfach ja. Base raus, linke Seite. Solltest meinen Namen durch die Wand reichen. Ich muss gerade die Dings ändern, die Pfeile wieder. Die haben auch dieses Randstürmen. Das ist eigentlich echt ganz nice. Da vorne nicht einer, der irgendwas klaut hier? Warte mal. So, bist du ready? Warte, Oh, du hast schon geschossen? Ja, ja. Du kannst auf ihn schießen. Oh, jetzt rennt er. Oh, jetzt geht er auf dich. Okay. Ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. So? Ja, er hat. Wir haben ihn. Ich hab auch Bären diesmal. Top. Die Fette grillt. So, lass hier den Para killen. Der bringt Leder. Hast du Schwert? Und ja, warte, aber lass mich die Steinpfeile auch nochmal equippen. Weil dann, okay, und an die Wand. Nee, mit dem Schwert. Ist mehr DPS. Okay. Und go. Jetzt vielleicht mit der Armbrust. Läuft hin. Hab ich. Nice. Mit der Axt. Vorsicht, das Ding greift an. Nein. Ja, ich meine der Kackewerfer hier. Ja, der greift nicht an. Also generell greift er an, aber gerade greift er nicht an. So schön mit der Eisenaxt das Vieh jetzt abbauen. Hier sind Insekten. Da hinten ist ein T-Rex. Warte mal, ist das deren T-Rex? Hier in die Richtung, in die ich schaue. Kannst du mal gucken durch das Fernglas? Ist das ein feindlicher Tier? Nee. Wild Level 62. Wir haben nicht die Narcotics dafür, so leid es. Boah, der wäre Sahne. Den holen wir uns. Nein, wir holen die Narcotics dafür. Guck mal nach, Dodorex gerade. Bitte. Alter, wir brauchen dafür wie. What? Oh, da sind sie. Ja, auf die. Ich bin unterwegs. Ja. Wenn ich nicht vorsterbe. Eieiei. Ich bin tot. Oder? Ja. Holy shit, ey. Ja gut, soll ich ins Bett respawnen, Max? Ja, ist ein Kampf. Ah ja, ich kämpfe halt gerade. Kannst du rein einfach wieder? Okay. Im Fight rein, aber dann würde ich nochmal sterben. Sehe euch. Der haut von mir ab. Ich hab einen. Ja. Nee, Stego. Ich bin der stille Beobachter. Ja, eine Folge brauchen sie, um unsere neue Base zu finden. Eine Folge. Ich verstehe das nicht. Was? Ich verstehe. Nee, ich verstehe nicht, wie viel Glück die haben. Wir dürfen unser Equipment ja sammeln, oder? Ich kann gerade nicht im Bett spawnen, ja klar. Nimm das andere Bett. Deswegen haben wir extra zwei gemacht. Wegen Cooldown und so. Nicht verfügbar. Ich verstehe nicht, wie die immer nur eine Folge brauchen, um Kalle und Eis zu finden. Keine Ahnung, die roamen halt krass durch die Gegend. Okay. Aber guck dir doch mal den. Also, entweder haben die echt ein Schweineglück. Also, die können nur ein Schweineglück haben. Ich kann mir das nicht anders erklären. Okay. Was machen wir jetzt? Ich bin am Ende mit meinem Latein tatsächlich. Was sollen wir machen? Ich würde sagen, wir laufen nochmal weg. So, was sollen wir machen? Aber also, wohin? Wenn wir hier bleiben, wir können hier nichts machen. Die haben unsere Megalos getötet. Okay, was ist, wenn wir selber versuchen, eigene Bären... Aber, ey, was sollen wir noch machen? Wie hart sollen wir uns noch verstecken?
Die brauchen eine Folge, nicht zwei, nicht drei. Pass auf, Max, bevor du jetzt rage, wir nehmen das Wertvollste, was wir haben und laufen. Ja, und die trotten hinter uns her. Dann. Wir dürfen uns gerade erstmal nicht attackieren und wir versuchen. Ja, aber wir dürfen uns verfolgen. Ja, das schon. Aber vielleicht schaffen wir es ja, uns irgendwo zu verstecken. Ach, hä? Ich kann doch respawnen beim Bett. Okay. Also ich meine, wir haben keine andere Wahl, so. Ich nehme mal einen Raptor-Sattel noch mit. Lade dich halt mit dem... Ich kann es nicht verstehen, wie viel Glück man haben kann. Also es ist ja not even... Ich meine, die brauchen ja nicht mal ein bisschen Zeit. Sie finden ja instant uns. Egal, wo wir hingehen. Jungle North, in irgendeinen Berg auf irgendeiner Insel in Simbabwe. Oder halt eben Jungle South in... Bei Nacht irgendwo hier im... Ach, ich kann es nicht begreifen. Hast du minus 1 in den Chat geschrieben? Ja. Ich kann nicht begreifen, wie viel Glück man haben kann. Das, by the way, der T-Rex. Ja, aber können wir jetzt vergessen. Ja, lass damit die wertvollsten Sachen rein, wir müssen abbauen. Wie geht das? Also... Die müssen ja wirklich mit Fortuna so einen harten Dreier Schlafen gehabt Mann. Haben. Also wirklich. Okay, ja, nee, Perlen wiegen nichts. Ja, wollte ich gerade sagen. Federn, ich habe schon vieles Wertvolles rausgenommen. Metall halt. Ich bin schon hart beladen. Leder. Zement. Wir können hier jetzt die Folge noch nutzen. Ja, ich meine, sie haben keine 10 Minuten gebraucht. Ja gut, oder 12 oder so. Ja, aber wenn wir nächste Folge immer noch hier hocken, dann haben die uns. Ja, ja. Lass uns einfach aus dem verbliebenen Holz ganz viel Strukturen schon mal bauen. Ja, mach das. Aber ich pack dir... Ja, mach das. Weil das Ding ist, ich Krall kann ist nicht. Nicht, nichts mehr tragen. Ich bin schon Oberkante. Ja, alles gut. Wichser haben natürlich auch alles wertvoll an Equipment mitgenommen. Klar. Wie geht das? Wie geht das? Ich meine, ich habe jetzt gar kein Equipment mehr. Wir sind komplett bei null. Wir haben die Tricera noch. Ja, gut. Wow. Also ja, ist besser als nicht so, aber... Level 89. Ja, gut, aber... Ja. Wir haben auch nicht genug Sachen für ein Tricera. Ey, wirklich. Jetzt mit dem Stego und dem Triceratops hätte ich gesagt, hätten wir die geschafft. Ich habe so lange gegen die durchgehalten. Das Ding ist, warum wurde ich eigentlich abgesattelt? Ich war auf einmal abgesagt. Das Ding ist halt, ja, ich... Vielleicht haben sie eine Bärenfalle drin. Nee, mich haben sie getötet, bevor ich es halt hingeschafft habe, auch zu dem... Das ist halt, also die haben so viel... Oh, die sind immer noch da. Die haben so viel, die haben den Arsch voll Glück. Ich rall das nicht. So, wir haben leider nicht genug für... Jetzt. So. Okay. Ich hab 7 Narko-Pfeile. Sollten wir einen Raptor finden, könnten wir den als Reiche nehmen, aber. Wobei, stimmt, wir können Hansi gerade als Transportboy nehmen. Pack die Strukturen in Hansi rein. Dann ficken die den und. Ja, ich meine, wir können es machen. Hier, Granaten lasse ich dir auch da. Hier, du kriegst auch noch einen Bogen. Ich bin fassungslos. Ihr merkt's, ich bin komplett fassungslos. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Die. What? Wir sind down? Okay. Alter. Die haben null Leben. Wie haben sie das gemacht? Hä, ich dachte, die sind noch hier. Nee, das. Ja, ich habe mich ja gerade korrigiert, aber offensichtlich roamen die einfach nur hin und her und töten alles. Ja, aber die waren doch gerade zu zweit hier. Die können doch jetzt nicht schon wieder bei Kalle und Eis sein. Ja, offensichtlich schon. Hä, du hast doch gerade gesagt, sie sind hier. Nein, ich habe mich doch korrigiert. Aber okay. Also hast du. Okay. Mori hat Fantasie. Pause. Wir finden uns im TS zusammen, würde ich sagen. Ich lasse die Aufnahme mal laufen. Dann gucken wir, was geht. Channel switched. User joined your channel. Na, alles klar. User joined your channel. User joined your channel. Ja, ich muss sagen, ich glaube, Bären sind ein bisschen broken für das Projekt. Ja, haben wir gemerkt. Würde ich so nicht sagen. Alter, findest du... Ich finde halt Bären wirklich in allen Belangen broken. Die haben halt super viel Ausdauer. Sie sind halt super schnell. Ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also, jetzt ist erstmal Schicht.
Und ja, jetzt ist auch die Pause vorbei, schön passend. Ich lasse auch die Aufnahme gerade noch laufen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Woche Pause und nehmen nächste Woche, also die Aufnahme diese Woche quasi. Also zwei Tage noch. Der 15. oder der 14., da nehmen wir ungefähr in dem Dreh das Finale auf. Ja. Also Start mit dem Finale. Bis dahin konzeptioniere ich das genau aus. Ja. Und dann releasen wir das ab die Woche darauf. Also werden wir ungefähr 2 Tage Pause haben mit Dodo Wars. Ja. Bei regulären. Dann 18. würde das Finale beginnen. Genau. Ja. Okay. Ja, hau mich da. Wenn alles gut läuft, ja. Ne? Aber ja. Okay. Nochmal an Eis und Kalle, gut gespielt. Schade, also, dass er jetzt. War ja nichts mehr zu spielen, so. Das ist ja no chance. Vor allem, weißt du, was das Dumme ist? Wir haben jetzt 2 Folgen lang gelevelt. Gut, dass ihr unsere Base nicht gelootet habt, weil da lagen 3 Rex-Sattel drin. Und ich könnte die Rex-Sattel jetzt genau machen, als ihr unsere Rex-Sattel gekillt habt. Oh nein! Also, ich muss auch sagen, wir waren mega unlucky. Aber das liegt nicht an euch, das liegt an den anderen, die sind einfach nur lucky. Nee, wir sind ja auch super unlucky. Weißt du, was noch passiert ist? Wir hatten in der Höhle, wo wir drin waren, war ein Level 60 Bär drin, den wir zählen wollten. Weißt du, was passiert ist? Was? Der ist ertrunken. Nein! Lol. Und zwar selber, ich habe das Zeug geholt, unlucky. Um ihn zu tamen. Ich komm runter, der lag halt nicht, ne? Der war neutral. Der war noch immer neutral, lag nicht auf dem Boden und ist ertrunken in seiner eigenen Höhle. Okay, Leute, aber eine Sache noch. Und, ja, nee, lass mich mal zuerst. Okay, okay. Meint ihr das Gleiche. sind wir uns alle safe, dass wir die Dinos, die wir haben, fürs Finale nicht benutzen werden und können wir alle Folgen von den anderen gucken? Das war auch meine Frage. Weiß ich. Ich würde die Folgen noch nicht gucken, ich würde das quasi hinterher mal zusammen machen. Wir machen das zusammen. Ja, okay. Ja, denke ich auch. Dann machen wir das erst ganz am Ende. Okay, also, cool. Ja. Muss ich mich jetzt darauf einstellen, dass wir noch im Finale eine Rolle spielen? Oder? Ja. Okay. Ja, also mal gucken, wir können das ja noch quatschen, aber ich würde es jetzt nicht ausschlagen. Ja, ich finde es auch cool, wenn wir alle nochmal drin vorkommen. Genau. In irgendeiner Art und Weise. Cool. Ja, nice. Aber holy shit, wie habt ihr uns gefunden? Das frage ich gar nicht mehr. Das frage ich gar nicht mehr. Also, ihr braucht keine 10 Minuten, um eine neue Base zu finden. Mori, es ist nicht so lucky. Die Bären sind so verdammt schnell. Ja. Ich habe die 10-mal sind die an mir vorbeigelaufen, haben mich nicht gesehen und sind halt so schnell hin und her auf jede Insel und überall rüber, dass du halt, irgendwann sehen sie dich halt. Die haben uns ja in dieser Folge getötet und sind dann immer noch zu euch zurück und haben euch auch getötet. Ja, wir wollten nach Hause, weil Johnny so kaputt war. Ihr habt den richtig gegeben. Das war echt knapp für uns. Übrigens, wärt ihr 2 Minuten später gekommen, wärt ihr beide tot. Ja. Aber, ne? Never lucky. Safe so. World, wir haben backup, safe world, backup, safe world, backup. Den brauchen wir doch nicht, oder? Doch. Okay, tschüss. Haut rein. Tschüss.